Vor der beruhigenden Kulisse von 80.000 Zuschauern versuchen die ganz in Rot spielenden Italiener dem 2 Millionen Mark Einnahmerekord und ihrer Favoritenrolle gleichen. Folgte ein schneller Angriff über den rechten Flügel. Mit diesem Tor durch den für Benfica spielenden Jugoslawen Zoran Filipovic gingen die Gäste nach 40 Minuten überraschend in Führung. Die Wiederholung des Treffers in Zeit nun die spielerische Initiative ergreifen würde, sah sich schon bald getäuscht. Die gefährlicheren Angriffe kamen weiterhin von den ganz in Weiß spielenden Portugiesen. Genau nach 60 Minuten fiel dann dieser eher harmlos wirkende Treffer, wiederum durch den 30-jährigen Jugoslawen Filipovic zum 2:0 für Benfica. Noch einmal in Zeitlupe. Diesen Strafstoß ausführen zu lassen. 1:2 durch Agostini di Bartolomei. Es blieb beim Ergebnis. AS Rom unterlag Benfica Lissabon.